Wandel fair gestalten. Unter diesem Motto demonstrieren am Aktionstag Transformation die Gewerkschaften IGBCE und IG Metall für die Rechte ihrer Mitglieder. Auch die Hannoveraner wissen, warum sie heute auf die Straße gehen. Weil wir wirklich der Politik klar machen wollen, dass die Menschen im Rahmen der Transformation auch mitgenommen werden. Und wir möchten mitsprechen, mitgestalten und unsere Rolle hier auch uneingeschränkt wahrnehmen. Die Umwelt schützen und den Industriestandort Deutschland nach vorne bringen. Das bei guten und sicheren Jobs, zukunftsfähigen Ausbildungsplätzen und bezahlbaren Energiepreisen. Dass das kein Widerspruch sein muss, weiß Francesco Grioli. Also wir haben schon ein paar ganz gute Instrumente. Die reichen nicht, aber die sind da. Mitbestimmung, Betriebsräte, Vertrauensleute. Aber wir brauchen mehr. In einer Arbeitswelt Industrie 4.0 können wir nicht mit Mitbestimmung 2.0 arbeiten. Deswegen haben wir ein paar Forderungen, wie wir mehr in die Vorhand kommen. Initiative, Mitbestimmung bei Investitionen, Mitbestimmung bei Aus- und Weiterbildung, noch mehr. Das sind wichtige Themen, da müssen wir auch gestärkt werden. Und da muss die Politik, auch die neue Bundesregierung, auch tatsächlich nochmal Gesetze anfassen. Und damit das geschieht, ist eine enge Zusammenarbeit auch gewerkschaftsübergreifend wichtig. Hans-Jürgen Urban ist Vorstandsmitglied der IG Metall und weiß, dass er sich im Kampf um eine faire Transformation voll und ganz auf die IGBCE verlassen kann. Die IG Metall und die IGBCE arbeiten super gut in dieser Mobilisierungsaktion zusammen. Wir beide haben ähnliche Interessen. Wir beide haben ein großes Interesse daran, dass die Industrie in dieser Gesellschaft weiterhin einen ganz wesentlichen Punkt darstellt. Und da ist es am Ende gar nicht so entscheidend, ob es die Automobil-, die Stahl- oder die Maschinenbauindustrie ist oder ob es die Chemieindustrie oder die Energieindustrie ist. Da kämpfen wir zusammen. Da passt kein Jota zwischen uns.